So, dann hätte ich gesagt, ich starte jetzt mal. Ich mache den Anfang nicht in der Kartenansicht, damit ich sehe, dass ich genug Abstand bekomme. So. Okay, ich nehme die Beinchen erstmal rein. Und dann schauen wir mal, ob die Richtung passt. Das sieht aber ziemlich gut aus. Das sieht sogar richtig gut aus. Ah, wir müssen ein bisschen nach Osten korrigieren. So, jetzt schauen wir mal. Wir können auch noch ein bisschen weiter, damit wir Toleranz zum Landen haben. So. So in etwa. So, jetzt noch mehr nach Osten. Und dann haben wir es. Ah, 983 Delta V, ey, Freunde. Ihr zwingt mich immer zu Risiken. So, bin ich mal gespannt, was da ist und ob sich das gelohnt hat, unser Leben dafür zu riskieren. So, weil wir müssen dann von hier aus natürlich irgendwie erstmal auch wieder auf eine groben Äquator zurück. Also wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal 100 und ein bisschen rausballern fürs Bremsen, um da zu landen. Also sagen wir mal, wir sind dann auf 800 runter, dann schmeißen wir locker nochmal 200 bestimmt raus, um wieder hinzukommen. Oder auf 400. Wir werden sehen. Auf jeden Fall wieder auf dem Äquator zu kommen. Und dann müssen wir noch zum Raumschiff hoch. Ja, das wird reichen, aber es wird auch nicht übermäßig viel mehr sein. Wie lange mache ich den Stream noch? Ich denke mal, die Anomalie besuchen wir auf jeden Fall noch. Wenn es schnell genug geht, versuchen wir vielleicht noch den Minmus-Länder wieder abzufangen oder so. Aber ich denke, so gegen 23.30 Uhr werde ich hier langsam die Schotten dicht machen. Aber eine halbe Stunde machen wir noch. Und da gibt es dann keine Rettungsmission mehr, El Seppo, weil die Köbels elendig verhungern werden. So schnell kann ich hier gar nicht herkommen. Also gerade noch so, aber die Toleranz ist sehr gering. Ich habe noch Essen für 4 Tage hier für meine Ländermission. Die war nicht darauf ausgelegt, dass wir hier stranden. So, ich würde sagen, das dauert ja jetzt einen Moment, oder? Da hinzukommen. Ja. Aber wir nutzen das Ganze für. Hahaha. Genau sowas. Denn wenn wir schon unser Leben riskieren, dann können wir dafür wenigstens Science-Punkte einsacken. Ah, Minmus Flats hatten wir wohl schon mal. Gut. Okay, da waren wir auch schon mal. Ui, so viel Minmus, so wenig Zeit. Midlands. Und jetzt geht's langsam wieder abwärts. Also mal gucken, wie weit haben wir noch? Wir haben noch ungefähr 2 Minuten. Wir kommen ein bisschen schräg. Ich muss noch mal ein bisschen nach Osten korrigieren. Es scheint nicht ganz der Nordpol zu sein, also es dreht sich. Ja gut, der Nordpol ist wahrscheinlich hier. Schauen wir mal. Schauen wir mal. So, ich mache mir jetzt hier mal einen Manöver. Das ist aber nur ein Leermanöver, kurz vorher. Macht mir auch ein bisschen Sorgen, dass diese Anomalie unterm Boden ist. Aber gut, das ist vielleicht wahrscheinlich nur die Anzeige. Sieht irgendwie komisch aus, als ob das ein. Naja, wer weiß. Ist doch nur Minmus, wofür gibt es Jetpacks? Das ist natürlich eine Variante Labor. Das kann man notfalls machen, aber dann muss ich eine neue Probe für diese 75-Tage-Mission hierher schicken. Das wäre ärgerlich. Das ist Geldverschwendung, Freunde. Geldverschwendung. Staatliche Fördermittel werden hier mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen. So, wie weit haben wir noch? Eine Minute, irgendwas zu meinem Manöver noch. Ich bin gespannt, ob man dann irgendwas erkennen kann. Sieht aber nicht so aus. Bisher. So, dann lasst uns doch dieses Manöver mal nutzen, um auf dem Ding zu landen, oder? Oder an dem Ding. Machen wir jetzt einfach mal so, dass wir da genau hinkommen. Theoretisch. So, so muss ich tun.
ungefähr. Ist noch ein bisschen Zusatzdrehung eingerechnet. Das kostet uns jetzt natürlich Sprit. Und zwar nicht zu knapp, aber... Ich hoffe natürlich auch, dass wir dadurch was lernen. Nämlich zum Beispiel, wo zur Hölle wir hier eigentlich hinwollen. Da so. Na gut, wir sind in der Nähe. Ich kann noch nicht besonders viel erkennen, muss ich sagen. Von irgendwelchen Anomalien. Seht ihr schon irgendwas? Ey, wir schlagen gleich auf den Boden ein. Da ist nix. So, ich korrigiere jetzt hier mal ein bisschen unseren Landevektor. Wir sind jetzt drüber. Da ist was. Oh, da ist irgendein Monolith oder sowas. Bremse! Stop it! Das ist aber klein. Ja, geh weg, Mann, über. Keiner will dich. Okay, hier ist tatsächlich was. Ein Monolith. Würde ich sagen. Ein Monolith. Okay, das hat uns echt Sprit gekostet, aber die Schätzung, dass wir dann auf 800 sind, war gar nicht so schlecht. Okay. Ja, das Kreuz war genau genug. Das war halt einfach relativ klein, ne? Relativ klein. Ja, spannend. Also nach dem Mondbogen finden wir das nächste scheinbar künstlich geschaffene Objekt im Umkreis von Kerbin im Weltraum. Wer weiß, was uns das wieder für Forschungserkenntnisse bringt und was wir jetzt hier noch über irgendwelche Weltraumarchitekten lernen können, die scheinbar nicht nur Bögen auf dem Mond bauen, sondern auch Steinklötze auf Minmus. Denn eigentlich sind wir ja die ersten Kerbels hier. Also wir waren es wohl nicht, die das gebaut haben. Spannend. Sehr spannend, das alles. Okay, es scheint grün zu sein oder es reflektiert. Und ist eine glänzende Oberfläche. Ja, mein Raumschiff ist auch ziemlich grün gewesen im Orbit. Weiß ich nicht, ob das Planetschein macht. Die Space-Kraken. Wer das liest, ist doof, Schuld. Von Troll-Aliens. Das wäre natürlich sehr traurig, dass wir dann, wenn wir für sowas hier unseren Sprit ausgeben. Und immer mal aus. Schwupp. Puh. Ja, ganz viel Wissenschaft. Könnte man natürlich die Spannungskurve kurz mitziehen, ne? Oh, wär traurig, wenn ich noch ein bisschen wissenschaftliche Forschung mache. Oh, was jetzt passiert? Ah, wartet mal ganz kurz. Irgendwas? Wir haben einen sehr eigenartigen Monolith auf Minmus entdeckt. Ist er ärgerlich? Advanced Landing. Habe ich eine Forschung bekommen? Habe ich gerade kostenlos eine Forschung bekommen? Das ist okay für mich. Damit kann ich wirklich leben. So, ich schmeiß mal meine Fuel Cell an, damit ich hier genug Strom reinbekomme, weil ich habe hier tatsächlich eine sehr schlechte Sonnenabdeckung, ne? Kostenlose Forschung ist meine Lieblingsforschung. So, wir messen hier mal schnell alles kurz durch und dann gehen wir den Monolithen besuchen. Ist natürlich alles sehr, sehr spannend. Zack.
Zack. Zack. Und jetzt ist schon wieder dieses komische Laserexperiment irgendwie flöten gegangen. Wo bist du, Laserexperiment? Da bist du nicht. Science Bay. Open. Ich habe jetzt wieder Strom für dich, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass das reicht. Review Data. Transmit Data. Alter. Okay, das frisst so viel Strom, das zu übertragen, dass ich es nicht übertragen kann. Okay, dann Collecte einfach mal alles. So. Ja, cool. Ich würde sagen, da geht der Wissenschaftler raus. Hilft ja alles nichts. Machen wir mal schon mal. Kann man ein Surface Sample. Haha, man kann Surface Sample nehmen, wenn man auf der Leiter steht. Auch sehr cool. Zack. So. Upp, wo ist er? Irgendwo ist er doch hier. Da. Los geht's. Da machen wir auch nochmal einen EFA-Report unterwegs. Oha. Ein grüner Monolithen. Da ist irgendwas drauf. Oh mein Gott. Die Aliens können schreiben und sie haben Squad geschrieben. Und einen Affen mit einem Helm drauf gemalt. Gut. Ja. Hallo, Monolith. Sehr schön. Wow, der ist gar nicht klein. Der sah nur von oben so klein aus. Okay, ich weiß nicht, kann man hier jetzt irgendwas Spannendes machen mit dem Ding? Ah. Ich flieg da jetzt rauf, einfach nur, weil ich's kann. Schwupp. Wir erforschen den Monolithen mal von oben. Alles komplett glatt. Okay. Auf der anderen Seite auch entsprechend. Markiert. Okay, dann stellen wir uns mal oben drauf. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Vielleicht schießt er Laserstrahlen. Ja, ich habe aber auch Laserstrahlen mit diesmal dann. Wenn ich genug Strom habe, laser ich ihn weg. So, wir sind offiziell auf einem Monolithen gelandet. Ja, Achievement unlocked. Finde einen Monolithen, der von Squad markiert worden ist. Ich nehme mal einen kleinen Schluck Wasser, bevor wir uns zurück auf den Rückweg machen. Aber man kann da scheinbar nichts mit treiben noch großartig. Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, ein sehr starkes Kopfnicken in Richtung 2001. Und wir werden jetzt mal ein Kopfnicken in Richtung unser Trägerschiff machen. Oh, kann man eine Flagge draufstellen? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Und ich glaube, das funktioniert. Katzing! Oh, natürlich haben wir es mal wieder falsch rum gemacht. Oh Gott, ich Freunde. Nochmal. Monolith. Ah, jetzt. Es ist voller Minzeis. So, meine persönliche 2001-Referenz. So, damit haben wir diesen Monolithen offiziell erobert. Jetzt geht's aber zurück nach Hause. So, hoffe ich zumindest. Ich hoffe es inständig, dass es jetzt zurück nach Hause geht. Also wir fliegen jetzt einmal, glaube ich, zum... Wir können mal gucken, dass wir das gleich mal abfangen.
Das Teil. Ja, cool, das war tatsächlich ein schöner Ausflug. Mal gucken, was wir noch so an Anomalien finden. Das ist auf jeden Fall ein guter Anreiz, glaube ich, Anomalien zu erforschen, die wir so finden, weil die bringen uns ja forschungstechnisch tatsächlich vorwärts, denn wir haben hier tatsächlich was gelernt. Und gerade im späteren Verlauf der Karriere ist das ja auch nicht ganz billig, so eine Forschung, ne? Und Advanced, hier dieses Advanced Landing Gedöns, das war, glaube ich, nur 160er, wenn mich nicht alles täuscht. Das können wir ja später nochmal nachgucken, wenn wir zurück sind. So, und jetzt gucken wir mal, dass wir mit dem Treibstoff, den wir noch haben, in unserem kleinen, lustigen Raumfahrzeug, auf jeden Fall gut wieder zurück zu unserer Landefähre kommen. Oder zu unserer Transferfähre, trifft es eigentlich eher. Damit die uns wieder mit nach Hause nehmen kann. Gut. Ja, auf Kerbin steht tatsächlich einer 10 Kilometer neben dem Space Center. Aber ich war da schon mal, der macht eigentlich nichts. Also außer halt rumstehen. So. Collect all, haben wir alles. 20 Data-Krams-Zeugs. Dingeling. So, ich guck mal, ob da irgendwas dabei ist, was wir rausschicken können. Das können wir rausschicken. Das behalten wir mal noch. Behalten wir mal noch. Behalten wir noch. La la la. Das sind alles andere Sachen. Laser Surface Scan kriegen wir im Moment nicht rausgesendet ohne Dings. Nochmal. Ich habe scheinbar noch nie einen Laser Surface Scan verschickt, wenn ich das so richtig sehe. Das hat wohl nie geklappt. So. Gut, dann haben wir ein bisschen was geschafft. Und jetzt gucken wir mal. Also das fliegt hier rum. Dann hätte ich gesagt, das ist ja auch schon wieder halb rum. Wir brauchen da auch ein bisschen Zeit. Wir peilen jetzt einfach mal... Ja, wie peile ich denn jetzt Richtung? Doch, wir müssen... Nordpol ist es noch nicht, glaube ich. Nordpol ist irgendwo hier. Das heißt, wir peilen jetzt einfach nach Süden. Und damit müssten wir theoretisch ja grob wieder zurückkommen. Wir sind ja auch fast exakt nach Norden geflogen. So, geht das jetzt hin? Da lang. Wenn ich das verlängere, kommen wir irgendwo hier unten an. Ich will noch ein bisschen nach Osten rüber, also machen wir so. Zack. Und flacher. Viel flacher. So, das kann auch erstmal aus. Und das kann erstmal rein. Okay, jetzt müssen wir natürlich aufpassen. Wir brauchen am Ende des Tages noch 200 Delta V. Um die ganze Geschichte hier irgendwie in Orbit zurückzubringen. Ja. Also wenn nicht, machen wir den Rest mit dem Jetpack, nehmen uns die Wissenschaftsdaten mit, dann ist das halt so. Aber wir brauchen eigentlich um und bei 200 Delta V, um in Orbit zu kommen. Vielleicht nochmal ein bisschen mehr, um zum Mutterschiff zurückzukommen. Also da ist natürlich schon die Intention ganz klar zu sagen, ich will ein Docking-Manöver durchziehen. Und ja, auch wenn wir dann jetzt über die 3 Stunden leicht überziehen, das werde ich wahrscheinlich auch noch heute machen wollen. So, jetzt... Strecken wir das mal ein bisschen, dass wir auf die Orbit-Ebene kommen. Ah, Alter, mach aus. Das Fenster hat blockiert. So, da wollen wir hin. Dann können wir hier irgendwo, das ist natürlich das geilste Gelände zum Bremsen. Naja, das heißt, wir machen hier irgendwo die Bremsung rein. Na, jetzt komm. Da. Zack. Genau, sehr schön. Okay, wir landen dann einfach unter seinem Ascending Node. Und dann fangen wir ihn ab, sobald er kommt. Was ja dann kurz danach ist. Also quasi nur ein kurzer Zwischenstopp. Den wir jetzt einmal machen. Also wir setzen jetzt einmal kurz auf und starten dann ein paar Minuten später wieder
Gut. Ja, wie gesagt, nicht dafür, weil ich lasse euch ja dann auch eine Woche im Stich und tummle mich in den wilden Zombie-Horden und hab mal für mich ein bisschen Spaß. Von daher, alles gut. Mache ich heute gerne auch mal ein bisschen länger. Ist ja auch ein langes Wochenende. Na, und von daher, bisschen Entzug vorbereiten. Kannst du dich im Flug den Orbit anpassen? Ja, ich kann auch im Flug den Orbit anpassen, aber ich habe gerade Bock auf einen sauberen Abfangstart irgendwie. Also es wäre wahrscheinlich sogar effizienter, einfach im Flug den Orbit anzupassen, statt eine Landung durchzuziehen, aber... mir ist gerade nicht so. Tut mir leid. Mir ist gerade nicht nach effizient. Ich hoffe, damit können alle leben. So, zack. Gehen wir noch ein bisschen runter. Ja, 5000 Meter bis zum Boden, 4000, 3000, bisschen noch. So, irgendwas Einziges? Nö. Und jetzt machen wir hier mal ein bisschen die Bremse rein. Dass wir da nicht aufschlagen. Und ich glaube, das sieht auch ganz gut aus, dass wir schön auf den Flats wieder stehen danach. So, und dann müssen wir eigentlich nur noch warten, dass das Raumschiff hier einmal um die Ecke kommt. Und das kurz abfangen. Das war's dann schon. So, und wir haben noch 393. Ich werde jetzt gleich nochmal ein ganz bisschen Fuel für die Landung verbrennen. Aber alles in allem nichts, wo ich mir gerade groß Sorgen mache. Das kriegen wir alles hin, glaube ich. Und wenn nicht, ist das auf jeden Fall in Jetpack-Reichweite. Und das kriegen wir auch hin. Alles wird gut. Alles wird gut. So, die letzten paar hundert Meter. Ich mache jetzt die Bremsung mal ein bisschen knapper, dass wir nicht ganz so viel Fuel raushauen. Ja, es war schon wieder nicht so knapp wie gewünscht. Ich mach nochmal aus. Das ist... Da verschätze ich mich immer noch so ein bisschen, so ein Suicide-Burn aus dem Handgelenk noch nicht. Und ich vertraue den Anzeigen, da ich nichts umkehren kann, immer nicht so richtig. Bin ich mal so ein bisschen mäkelig noch im Moment. So. Jetzt kommen wir hier sauber runter. 100 Meter noch. Das sieht gut aus. Okay, dann stehen wir ja gleich für den Start bereit. Und haben noch 300 und ein bisschen Delta V. Also eigentlich haben wir 130 Delta V Überschuss. Schwupp. Für das, was wir vorhaben. Eigentlich. So, jetzt holen wir mal unser Mutterschiff ran. 80 Kilometer. Ich glaube, wir starten mal so, wenn es bei 40 ist. Glaube ich. So, und wir müssen grob in Richtung 270. Also das müsste grob hinhauen, diese Richtung da. So, da hinten kommt er. Und wir machen uns jetzt auf den Weg, um ihn uns zu holen. Ah, ich glaube, ich steige noch ein bisschen mehr lieber erstmal, um auch wirklich ein Rendezvous hinzubekommen. So, gute Nacht, Calvin, und viel Spaß dann noch mit dem Rest der Wiederholung, potenziell zumindest. So, er ist hier, ich bin hier. Zu schnell. Ich muss höher fliegen. Ah, da kriegen wir doch einen schönen Treffer. Ist jetzt nicht besonders toll vom Relative Speed her, aber 1,9 Kilometer ist okay. Relative Speed 76, ich habe 153 zur Verfügung. Check. Alles gut. Kriegen wir hin. So. Das heißt, wir können unser Raumschiff erreichen, das uns nach Hause bringen soll.
Müssen wir nur noch gucken, wie das mit dem Orbit nachher ist für diese Probe, die wir zurücklassen. Aber das ist ein anderer Schnack. Da machen wir uns dann mit der Probe Sorgen drum. Vorher machen wir erstmal unser Docking-Manöver und holen unsere Kerbals rüber. Gut, das machen wir aber hier drüben. Wenn wir nah genug sind. So, wir kommen jetzt wieder runter. Da kommt der Minmus-Länder und jetzt gehen wir mal Target Retro. Und wir werden eine Annäherung auf 1,9 Kilometer schaffen. Also können wir ihn noch ein bisschen ranlassen. Wir haben nämlich eine sehr, sehr gute Thrust-Weight-Ratio. Wir können sehr schnell sehr viel wegbrennen. Also wir gehen jetzt langsam parallel und jetzt gleichen wir uns einmal an. Und dann müsste auch nochmal ein Achievement kommen, weil wir es zurückgeschafft haben in den Orbit. Eigentlich. So, vielleicht auch nicht. Ich dachte, ach nee, das ist nicht Orbit, sondern Gravitational Influence oder irgendwie sowas. Also wenn wir nachher den Einflussbereich von Kerbin verlassen, dann gibt es nochmal ein Achievement. So, 18 Meter pro Sekunde Annäherung. Wir sind auf 0,0 Kilometer dann ran, haben 18,4 Meter auszugleichen. Wir haben 51 Delta wie im Tank. Alles wird gut. Das heißt, wir schnappen uns jetzt unsere Kiste und docken gemütlich an. Und apropos gemütlich, ich glaube, ich bremse mal lieber ein bisschen. Sonst wird das gleich sehr ungemütlich. Weil wir tatsächlich sehr, sehr exakt reinkommen. Aus der Entfernung hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir schon so gut drauf sind. Aber wir haben ein ganz gutes Fenster erwischt, scheinbar. So, schauen wir gleich mal. Wir wollen von hier kontrollieren. Und wir wollen dann gerne dort andocken. Da oben irgendwo. So. Kommen wir jetzt dran vorbei? Nicht ganz. Okay, dann machen wir jetzt mal ein kurzes Stopp. Zack. So, wir wollen gleich dorthin. Das können wir schon mal setzen. Na, warum will er das denn nicht setzen? Willst du mich gerade ärgern? Zack. So, jetzt drehen wir einmal das Raumschiff aber auch einfach mal in die richtige Richtung. Target. Control from here. Schwupp, wo ist er? Da ist er nicht in die Richtung. Da musst du dich schon in die andere Richtung drehen. Sehr schön. Dann haben wir ihn hier gleich einmal richtig ausgerichtet. Das macht es auch nochmal ein bisschen einfacher. Da müssen wir jetzt nicht dran vorbeifliegen oder sowas, sondern wir nehmen das Docking jetzt einfach frontal mit, so wie es kommt. Und jetzt durchbrechen wir übrigens gerade die 3-Stunden-Schallmauer. Ich kriege auch langsam echt verspannte Schultern, Freunde. Also ich würde mal sagen, wenn wir das hier fertig haben, ist für heute dann auch genug. Man muss es ja nicht übertreiben. Die meisten von euch gehen ja auch schon langsam ins Bett. Und na, nicht nur, wenn es nicht mehr passt, ACS, sondern jetzt wirklich ACS, weil so. Ich will das ACS ja jetzt verbrauchen. Jetzt schauen wir mal, ob ich hier eine Docking-Kamera hinbekomme. Ja, das haben wir schon. Na, wo war die denn? No signal. In Target Management Menü. Habe ich doch. Aber wahrscheinlich will er mir die einfach nicht geben. Okay, dann machen wir das von draußen. Sonst hätte ich euch jetzt noch so als kleines Leckerli ein Docking vom Kommandositz ausgemacht, aber dafür brauche ich schon irgendwie eine Docking-Kamera.
auf den Kreis drücken? Auf welchen Kreis? Auf den Kreis? Nee. Nee, es ist, er will nicht mit mir spielen. Es gibt kein Signal vom Port. Aus irgendwelchen Gründen. Da will er auch nicht. Oder hier meinst du jetzt bei Target Management auf den Kreis drücken? Er gibt mir kein Signal. Das muss ich mir nochmal in Ruhe angucken. Das wäre jetzt witzig gewesen, aber wir machen es jetzt einfach mal so. So, RCS an. Und wir gehen jetzt ein bisschen drauf zu. Ein bisschen hoch. Ja, ist ja alles fast ein bisschen viel hier. Viel zu stark, die Düsen. Naja, aber es wird reichen. So. Das sollte eigentlich reichen für die restliche Annäherung. Bisschen noch runter. Zack. Sehr schön. So, aber was wir uns vielleicht angucken können, ist hier von Freund Blaseberg. Nein! Du sitzt echt auf dem falschen Sitz, Freundchen. Schade. Der kann nicht aus dem Fenster gucken. Na gut, dann gucken wir es uns von hier an. Und zwar von hier, hier. Nee, von hier, genau. So. So. Das hier ist ein bisschen langsamer. Und ein bisschen rüber. Gehen wir ein bisschen darüber. Sehr schön. Und. Na komm, nicht zu sehr rausdriften jetzt. Da ist er. Okay, hat ihn. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt auch mal gucken, ob wir hier Monopropellant verbraucht haben. Nö, haben wir nicht. Na gut. Wie viel haben wir hier noch drin? 8,8. Wir können der Kapsel noch Monopropellant geben. Denn dann hat die noch ein bisschen was, damit wir dieses komische Manöver noch fliegen können vielleicht für ihren Forschungsorbit, auf dem sie so sein soll. So, und dann müssen wir einmal gleich mit dem Wissenschaftler raus und nochmal sicherstellen, dass wir die ganzen Experimente rübernehmen in die Kapsel, damit wir die auch wirklich mit nach Hause nehmen. Der feine Herr Ingenieur kann aber schon mal umsteigen. Das machen wir jetzt noch schnell, damit ich es nicht vergesse beim nächsten Mal. Also, der Theo kann hier schon mal die Lichter ausmachen und sich auf den Command-Pod setzen. Jetzt kann man nämlich wahrscheinlich auch mal sehen, wie das aussieht mit so einer gedockten Fähre. Da ist sie nämlich zu sehen. So, und dann machen wir nochmal sicherheitshalber Collect All. So, einfach nur, damit wir sie haben. Das sind 24 Experimente. Zack, und die holen wir uns jetzt mit Svensen. Und packen die in unsere Landekapsel rein. Dann können wir nochmal gucken, jetzt mit unterstützter Alkaline Fuel Cell und allem drum und dran, können wir wahrscheinlich noch ein bisschen was zurückfunken. Oh Gott, so viel Zeug. So viel Zeug. Das sind Milliarden an Forschungspunkten, Freunde. Milliarden und Abermilliarden. Und noch ein paar extra Milliarden. Ja, ihr versteht, was ich meine. Das hat sich tatsächlich sehr gelohnt als Mission, glaube ich. Vor allen Dingen, also es hat sich allein schon deswegen gelohnt, weil wir eine kostenlose Technologie bekommen haben. Hammermäßig. So, jetzt lassen wir die Alkaline Fuel Cell nochmal laufen. Einfach mal, um zu gucken, dass wir genug Strom haben. Aber die läuft sogar schon noch, okay. So, Review Stored Data. Das heben wir auf, das heben wir auf, das heben wir auf, das heben wir auf, das heben wir auf. La la la. Ich gucke nur nach Sachen, die hier unten voll transmittet werden können. Das da. Ja, guck mal, hier sind auch ordentlich Batterien. Da kann man das Zeug auch übertragen. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Meine Güte, wie viele Science-Punkte sind das denn? Guck mal hier, Recovery. 150 Science. Und das ist nur eins davon. Ja, ordentlich, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall ordentlich. Okay, alles, was wir nur einfach so übertragen können, ist raus. Windows Lowlands ist auch nichts Spannendes. Okay, das heißt, wir können jetzt, wir haben auf jeden Fall noch ausreichend Dings. Ich würde jetzt nochmal gucken, dass wir, glaube ich, ihm ein bisschen Sprit rübergeben.
So, das müsste grob hinhauen. Dann kann er hier nämlich noch diese Mission übernehmen und die machen. Und wir kommen damit auch eigentlich locker noch zurück, würde ich sagen. Wir testen das jetzt mal kurz. Undock. Ja, guck mal. Lächerlich. 1800 Delta V. Immer noch. Okay, jetzt holen wir uns mal das Fuel. Ne, wartet mal. Stopp, falsche Richtung. Ich will es da drin haben. Dann können wir den Kram auch gleich noch absprengen. Relativ bald. Und müssen uns nicht mehr mit so viel Rotz bewegen. Das macht es doch nochmal einfacher. So, die Probe hier ist okay. Die hat auch Strom. Hat die auch noch Strom, wenn ich ihr die Dings abdrehe? Ja. Also stromtechnisch stabil. Ich halte sie mal ein bisschen in die Sonne, dass das erstmal in Ordnung ist. Da müssen wir uns mal dann noch drum kümmern. Jo, und ich würde sagen, die Jungs hier machen sich dann jetzt bald mal auf den Weg wieder nach Hause. Die haben aber auch noch ein bisschen Supplies. Das sieht also alles ganz gut aus. Und haben einen Sack voll Wissenschaftspunkte mit dabei. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Das wird auf jeden Fall ein technologischer Durchbruch. Natürlich auch durch diesen eigenartigen außerirdischen Squad-Monolithen, den wir gefunden haben. Dem müssen wir auch weiter nachgehen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall einen guten Grund, da auch eine Basis hinzustellen auf Minmus. Und vielleicht enttarnt ja unser Satellit auch noch ein paar andere Anomalien. Das heißt, wir machen uns jetzt mal langsam auf den Weg in Richtung Bett, damit wir das nächste Mal uns auf den Weg in Richtung Kerbin zurückmachen können. Und das nächste Mal ist dann aber erst in 2 Wochen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend, habt einen kleinen Schluck trinken können und ein bisschen Minmus genießen können. Habt vielleicht nebenbei ein Pistazien-, Minz- oder Apfeleis eurer Wahl gegessen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.